Mit der feierlichen Übergabe eines Kunstrasenplatzes ging in Zwönitz am Turnhallenweg ein lang ersehnter Wunsch der Sportler in Erfüllung. Bürgermeister Wolfgang Triebert dankte allen, die am Bau der Sportstätte beteiligt waren, für die rasche Planung und Bauausführung. Der Bau dauerte nur 3,5 Monate. Der Kostenaufwand betrug rund 500.000 Euro und wurde vom Freistaat Sachsen zu 30% mitgetragen. Erste Bewährungsprobe für den neuen Kunstrasen war ein Kleinfeld-Fußballturnier zur offiziellen Einweihung am 22. November. Kleinere Restbauarbeiten wie das Aufstellen von Ballfangnetzen werden in den kommenden Tagen noch ausgeführt.